Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video bei Viking Piking. Im heutigen Video geht es um das Shallow Rig. Ja, das Shallow Rig ist eine Montage, die speziell für das Angeln in Flachwasserzonen entwickelt wurde. Entwickelt und perfektioniert in Schweden ist es mittlerweile auch in Deutschland kaum mehr wegzudenken. Das Besondere am Shallow Rig ist, dass damit große Köder in flachen bzw. krautigen Zonen angeboten werden können, ohne dabei an Aktion zu verlieren. Die Kombination aus Größe, Trägheit und Laufverhalten ist dabei das, was den Hecht verrückt macht. Ja, aber warum eigentlich? Hechte jagen energieeffizient. Das heißt, ein großer, langsamer, womöglich kranker Fisch ist das perfekte Ziel. Sie essen einmal groß und können sich danach wieder entspannt ausruhen. Das Shallow Rig besteht aus mehreren kleinen Teilen, die ihr entweder einzeln kauft und zusammenbaut oder euch vorgefertigt kaufen könnt. Preislich werdet ihr wie immer mit Selbstbau besser wegkommen. Die Bestandteile sind einerseits die sogenannte Shallow Screw, je nach Größe des Köders 1 bis 2 Drillinge, Sprengringe zur Verbindung, Vorfachmaterial, also Stahl oder Titan, mit dazu passender Quetschhülse und schlussendlich die sogenannten Stinger Spikes. Wie wird das Ganze jetzt angeködert? Ich nutze hier ein fertiges Spro Shallow Rig, das liegt so bei 7,99 € und ist für Gummifische von 18 bis 25 cm geeignet. Als Beispiel nutze ich hier einen meiner Lieblingsköder, den Shark Shad von Kanal Gratis. Besonders beim Shark Shad ist neben der Form der gigantisch große Tellerschwanz, der dem Köder langsam geführt trotzdem eine sehr, sehr starke Aktion verleiht. Ihr fangt erstmal damit an, dass ihr die Shallow Screw am vorderen Ende in einen Köder dreht. Hat eben den Vorteil, dass ihr eine sehr stabile Öse habt und gleichzeitig die Bewegung des Gummifisches nicht einschränkt. Außerdem ist die Screw deutlich materialschonender als herkömmliche Methoden. Danach bringt ihr die Spikes am Bauch des Gummifischs an. Man kann natürlich noch die Haken in den Gummifisch stecken, allerdings geht dann ein weiterer Vorteil des Rigs flöten. Und zwar, beißt der Hecht zu, werden die Spikes aus dem Gummifisch gezogen und vom Gummifisch getrennt. Somit reißen die Zähne des Hechts das Gummi nicht weiter auf. Besonders bei großen Ködern, die teilweise auch ein Schweinegeld kosten, ist das ein echter Gamechanger. Dazu ist das Lösen der Hake deutlich leichter. Grundsätzlich nutzen wir das Shallow Rig, wie der Name auch schon sagt, für flache Bereiche. Allerdings können wir es auch für tiefere Stellen benutzen, wenn ihr auf die anderen Vorteile nicht verzichten wollt. Denn das Rig lässt sich mit einfachen Methoden erschweren. Entweder wir hängen einfach vorne ein Bleigewicht ein oder das Rig kann man direkt mit einem Blei ausstatten. Bei dem Spro geht das durch einfaches Aufstecken des Bleis. Ist eben auch gut, wenn ihr bei starker Strömung fischt oder ihr schneller fischen wollt. Einfach kurz ein Blei montieren und weiter geht's. Als Gummifisch könnt ihr alles nehmen, was ihr wollt. Wie gesagt, das Shallow Rig hat eben den Vorteil, dass es für große Köder ist. Ihr könnt aber auch kleinere nehmen. Grundsätzlich würde ich darauf achten, dass ihr einen Köder nehmt, der auch bei langsamer Führung eine tolle Aktion hat, wie also der Shark Shad mit einem großen Schwanz hinten oder beispielsweise ein Curly Tail. Ein weiterer Vorteil ist die super leichte Führung. Auswerfen, langsam einholen, ab und zu einen Spin Stop, fertig. Ja, vorgefertigte Shallow Rigs gibt es wie Sand am Meer. Ich kann euch die von BFT, Spro oder Amwar empfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Gerade im Frühling ist es wirklich eine absolute Bank, wenn die Hechte in den flachen Bereichen stehen. Das war der heutige Crashkurs. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar dalassen, was ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.